Wunderschönen guten Tag, Abend oder wann auch immer das Video schaut und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim mit mir, dem Robin und Katria, die da hinten als Geist Probleme hat mit dem Wasser. Ja, das denke ich mir nicht aus, ich habe es gerade so gesehen. Achso, das ist das hier. Alter, das sah gerade so mega creepy aus, Alter. Hohoho. Da habe ich mich gerade nur so minimal verjagt. Ihr Drecksäcke. Ups. Boah, habe ich ihn in der Luft gespalten. Oh, warte mal, er springt jetzt gleich auf mich, aber ich bin schneller. Nicht ganz, aber es reicht. Ah, jetzt habe ich wieder so Teil aufgesammelt. So. Okay. Sie kommt bestimmt nach. Das da und das nehmen wir mit. Das ist dasselbe. Ich greife die Unterwasser bestimmt nichts an, oder? Okay. Was bringt mir hier das Unterwasser-Feature? Ich muss wahrscheinlich da hoch, oder? Haha, I see what you mean there. Du, 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 du. Du, 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 du. Jetzt kann ich hier voll den Sniper machen. Wieso geht denn ausgerechnet jetzt die Tür zu? Ihr mag mich doch alle nicht, oder? So. Achso, die geht auf und zu. Dann gehe ich halt hier runter. Lass! Scheint schon mal sicher. Und der hat keinen Druck drauf, oder was? Die Zwerge nannten sowas kinetische Resonatur. Ziemlich selten, zumindest unter den Clans von Himmelsrand. Er braucht etwas. Es sah hier nicht immer so aus. Es war die besterhaltene Zwergenstadt, die ich je gesehen habe. Und dann kam das Erdbeben. Jetzt kann man sich glücklich schätzen, wenn man einen intakten Raum findet. Nun, da sind zunächst die Fallmeer. Tödliche Stromschnellen, starke Erdbeben, tiefe Abgründe, instabile Böden, tödliche Stürze. Und dann kommt die eigentliche Gefahr. Darüber werden wir reden, wenn es soweit ist. Wenn es je dazu kommt. Also wird es am Ende kommen. Ich fiel, als das Erdbeben kam. Der Boden öffnete sich unter mir. Das ist böse. Trotzdem hätte ich es fast geschafft. Es fehlten nur ein, zwei Fußlängen. Dann wäre ich ins Wasser gefallen. Aber es war nichts zu machen. Okay. Ernsthaft? Muss ich gerade tatsächlich mit der unerbittlichen Macht hier helfen? Fuß runter! Ja, das geht zu. Habe ich ein... Warte mal, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwas an... Nee. Magie, Schreie. Kühnes Frieden, aber nichts Kinetisches oder so ein Kram, was die gemeint hat. Ich kann mal gucken, ob ich mit dem Wirbelwind-Sprinter dagegen brettern kann. Ja.
Und nach! Weil hier das Tor ist jetzt zu. Das geht wahrscheinlich so auf, wenn es auch so dreht. Und das pustet hier gegen. Also heißt eigentlich, wenn ich dagegen schreie, müsste es doch funktionieren. Fuß, runter! Habe ich irgendwas anderes noch mit Wind? Wirbel, Wind, Sprint. Und Dusche. Kann ich irgendwie das da oben kaputt machen, dass das runterknallt oder so? Wäre was komplett Neues auch generell, aber man kann es ja mal probieren. So, das hier, das geht hier hoch, teilt sich auf, darüber. Ich versuch's nochmal. Also mit Wirbelwind Sprint vielleicht diesmal. Und nach! Ja, es hat schon mal überhaupt nicht geklappt. Okay. Puh, wie mache ich das jetzt? Mit Strom? Weil es gibt ja keinen Zauber, der Wind macht, deswegen vielleicht einfach Strom. Boah, geil, ich wusste es. Was? Die verfluchten Dinger sind geblieben. Es ist gleich, wie viele man tötet. Ich wäre da, glaube ich. Ich glaube, ich hätte das. Das war mir echt nur so spontan eingefallen. Ich glaube, hätte ich nicht daran gedacht mit Strom oder sowas, dann. Es geht los. Boing. Und los geht's. Die Party beginnt. Zerstückelt sie. Das ist schon heftig. Wobei, bleib mal, lass mal draußen hängen. Hier leben ja keine mehr. What the fuck? Dann ist doch jetzt auch egal. Warum sind die eigentlich hier tot? Das Ohr und das Gold nehme ich mit. So. Wow, nicht alle tot. Was verschluckt, ey. Bam. Machst du nix? Zack. Au. Das steckt tief. In ihm. Irgendwie. So, hier kann man dann so rausgehen, kann so richtig hart snipen. Hey, stützen. So ist die runtergefallen, ey. Die ist einfach nur gerade ausgelaufen. Anfänger. So, das nehme ich noch mit. Und dann hier die Truhe. Brauche ich nicht, brauche ich. Sonst ist hier alles cool. Ich kann wetten, sie hat auch das mit dem Strom, also mit den Blitzen schon gesagt. Nur ich habe das damals vorhin halt nicht gehört, weil ich in dem Moment noch was anderes gemacht habe, beziehungsweise sie dann angesprochen habe. Das war wahrscheinlich einfach nur ungünstig in dem Moment. Aber gut. Wo geht's jetzt hier hin? Da kommt auch gleich wieder einer rausgeeiert.
Okay, wir haben hier. Seht, dort drinnen ist eine Truhe, aber die Tür ist fest verschlossen. Wie, die Tür ist verschlossen? Das glaube ich nicht, oder? Ne, ich finde. Hier ist tatsächlich kein Hebel. Egal, gehen wir erstmal hier lang weiter, aber ich glaube, das endet ja hier sofort direkt. Dann gehen wir hier hin. Ja, hier kommt keiner raus, weil die hüpfen mal so ein bisschen weiter davor, der würde dann hier runterrupfen. Deswegen denke ich mal, dass wir sicher sind. Hey. Laufen wir so, das finde ich irgendwie gerade angenehmer. Zu viel PUBG gespielt. Ah. Ein Käfer. Ein Käfer, der jetzt gleich mal auch sein eigenes Gift zu schmecken bekommt. So. Warte, ich werde erstmal den komplett wegsnipen und dann können wir uns auf ihn stürzen. Bang! Ich wusste es, dass er mich so jetzt angeht. Tacksack. Er ist doch schon tot. Nein, ist er nicht. Was? Was ist denn? Hat er nicht Achtung gesagt? Achtung vor was? Hier sind's. Was geht los? Oh. Mach ich mal kurz hier eine Päuschen. Ist da drüben noch was? Ach, guck mal. So, so. Jetzt hüpf doch, du Bauer. So, und wer kam jetzt noch dazu? Der hier. Menschliches Herz. Aha. Hallo. Ich bin hier nur zum Schimmel entfernen. Oder auch nicht. Irgendwie geht das heute gar nicht. Zumindest in der Höhle hier. Der ist sehr komisch. Was ist denn das? Eine Schmeißfliege. Eine Scheißfliege. Es ist gleich eine tote Fliege. Fick dich. What the shit is this? Mach das auf. Wow, badass. Geil. Neuer Move, den ich noch nie gesehen habe. Ich sehe nichts. Mach es nochmal. Ich hab's nicht gesehen. Okay. Ihr wollt es also so. Erstmal starkes Gift der Furcht. Zack. Dann hier Heilung. Und jetzt trifft er. Wieso bin ich schon wieder so low? Alter, harte Tobak. Regeneration, starke Heilung. So, was willst du tun? Bist genau pünktlich wiedergekommen. Alter, hier hängt so ein Mock in der Luft. Mock von Toten. Was? Wie heißen die? Okay. Krass, die haben so komische Fühler. Oh geil, die kann man zur Alchemie benutzen. Okay, da geht's weiter anscheinend. Oh, hier liegt ja noch einer. Und da liegt noch so einer. Die Dinger sind ja auch mal wieder hart widerlich, ey. Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Das, das, das. Dann gucke ich nochmal kurz, was hier oben ist. Da geht's ja auch weiter. Ach du Scheiße. Na ja, gut, dann gehen wir erstmal hier entlang, weil ich glaube, da kommen wir wieder zurück und somit in die richtige Richtung. Hey, 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 hey.
Warte kurz einen Moment. Ich muss kurz mich vorbereiten und Eier sammeln. Boah, ausgewichen. Bitch. Und du auch noch. Zack, 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 zack. So, bevor wir jetzt weitermachen, muss ich auf jeden Fall erstmal meine Waffe laden, weil die ist ja immer mega ausgelaugt. So. Dann sammeln wir mal kurz hier noch das da ein. Ich muss wieder reinkommen, also die gewohnten Handgriffe, die fehlen mir gerade ein bisschen, weil ich Ewigkeiten, also nicht mehr richtig gespielt habe, nur so ein paar Stündchen. Und seit dem letzten Mal, wo ich hier das alles mit Markert hatte und den Bug und so, sind auch wieder ein paar Wochen vergangen. Ein paar, viele Wochen. Ja. Ich mag diese Höhlen mit den Dingen, das sieht irgendwie voll geil aus. So. Kommen wir jetzt mal hierzu, da ist gar nichts. Ach, jetzt sind wir hier bei diesem Wasserfall. Krass. Oh. Erzähl mir mehr. What? Kollege, wir sind hier an einem Abhang und du stehst hier vor mir, Alter. Was hast du erwartet? Kollege. Lern aus seinen Fehlern, Bitch. Aber der lebt noch. Ich kann mich da runter jumpen lassen, um dann da hinzukommen, zu der Höhle dahin. Wo der andere Wasserfall ist. Geh mir aus der Sonne. Ja. Warte, dann gehe ich jetzt hier runter. Wow. Um dann hier hinzukommen. Um dann hier hinzukommen. Ich hoffe, hier ist nichts, was mich töten will. So, jetzt möchte ich aber legendäre Waffen haben. Geld, das. Okay, alles klar. Legendär ist was anderes, aber es ist immerhin etwas. Der Wille zählt. Geil wäre, wenn jetzt hier so wie so ein mega Schwung an. Na du? Jo, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Willst du mich komplett verarschen, Bethesda? Fix this shit. Ich meine, nichts, was ich jetzt. Nichts, was ich jetzt nicht hinbekommen würde, aber das Ding ist halt einfach. Puh. Hier. Schieß da rein, wenn du willst. Mal gucken, ob er echt trifft. Mal gucken. Ich will es mal testen. Ah, du Drecksack. Na komm. Na komm, dann hier. Oh, es hat ihn voll ausgenockt. Das ist meine Chance. Ja, super. Ach, dann ist doch. Dann hier. Zack. Und. Wo ist es? Da ist es. Zack, okay, ist zu schwer. Alles klar, wir können gehen. Man darf doch wohl noch ein bisschen Spaß haben. So, dann haben wir hier das alles erledigt. Ging links rum, da geht's halt nirgendwo hin. Das heißt, wir kommen hier hin. Das ist immer so eine Sache, das habe ich auch, glaube ich, schon mal mindestens einmal gesagt. Dieses, das war auch schon bei Oblivion so, dass halt überall Höhlen gibt mit fetten Löchern drin, damit es halt so möglich, so krass wie möglich aussieht oder so, so atmosphärisch wie möglich aussieht durch die Lichteinstrahlung und so einen Scheiß. Aber hast du schon mal so eine. Hey. Ruhig bleiben da oben. Aber hast du schon mal so ein fettes Loch einfach irgendwo in Skyrim gesehen? Oder in Tamriel generell? Ich glaube nicht. Hier bin ich abgestürzt. Kommt mir vor, als wäre es eine Ewigkeit her. Hey, da ist mein Bogen. Da, auf dem Baumstamm. Ich hatte mich schon gefragt, was damit passiert ist. Ernsthaft? Der ist da? Ist deiner? Du willst jetzt nicht, dass ich den jetzt mir hole, oder? Warum holst du diese Musik? Kann ich hier hoch? Nein, kann ich nicht. So, du bist also hier abgestürzt. Was halte ich davon?
Passt für mich gut darauf auf. Joa, kann ich machen. Mein Bogen hat 51 Damage. Der macht 28 und schießt schnell, 30% schneller als gewöhnliche Bögen. Okay, es ist schon etwas. Passt gut auf ihn auf. Der nächste Käufer wird es auf jeden Fall bestimmt. So. Dann würde ich sagen, ich weiß gar nicht, was jetzt noch kommt, aber das sehen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich bedanke Geister und ihre Probleme. Kannst du nicht einfach hier irgendwie durch die Gegend schweben oder so? Das macht die ganze Sache viel, viel einfacher. Ich bedanke mich trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute, macht's gut und haut rein!